sagte doch, Sie sollen im Lager der Wächter bleiben. Was machen Sie dann hier? Ich sollte doch bei den Wachen bleiben. Als ich hörte, Sie würden dieses Trainingslager der Ventilopen angreifen, entschloss ich mich, Ihnen zu helfen. Sie wissen, dass ich das anders meinte. Das ist das zweite Mal, dass Sie einen Befehl missachten und mich in Schwierigkeiten gebracht haben. Das ist wirklich nicht fair, Slade. Ich wollte nur helfen. Nebraska drohte... Das ist Vergangenheit, Wolf. Daran wird sich sowieso niemand erinnern, wenn die Wächter nicht bald die Sonde finden. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich mit dem Ausgang der Anhörung nicht das Geringste zu tun hatte. Meine Mutter... Die Senatorin hat Sie nicht zum Lügen gezwungen, Marion. Und das wissen Sie. Sie wollten und konnten den Folgen nicht ins Auge sehen, die Ihr Verhalten gehabt hätte. Das stimmt nicht. Ach nein, warum haben Sie sich dann nicht gegen Sie gewehrt? Ich weiß, Sie können das. Sie haben doch auch gegen Ihren Willen Journalismus studiert. Woher wissen Sie das? Ich kann lesen, Wolf. Der Artikel im Time-Magazin über Ihre einflussreiche Familie war sehr aufschlussreich. Ach, das Ding. Ja, genau. Und abermals bin ich es, der hinter Ihnen herräumt. Vielleicht interessiert Sie das ja nicht besonders, aber es gibt keine Nacht, in der ich nicht schweißgebadet aufwache und Nebraska vom Kran stürzen sehe. Sein Schrei scheint nicht enden zu wollen. Ich weiß sehr wohl, dass ich Mist gebaut habe. Ich habe denselben Traum, Wolf. Aber jetzt im Moment habe ich keine Zeit, den Babysitter zu spielen, während Sie sich zur Wiedergutmachung als Heldin probieren. Babysitter? Ich habe den Laden in die Luft gejagt, weil ich Ihnen helfen wollte. Danke. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern zurück ins Lager. Vielleicht werden Sie ja eines Tages klüger, Slade. Ich habe gehört, sich dauerhaft wie ein Arschloch zu benehmen, ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Jetzt muss ich mich wohl geehrt fühlen. Nicht jeder kann behaupten, dass sich das ganze Universum gegen einen verschworen hat. Metall geortet. Verdammt! Stabile organische Energie geortet.
Könntest... Ja. Was denken... Die Hoffnungen der meisten Talaner werden... Kommen, Cutter! Slade hier, ich höre Sie. Ich hab ihn! Also schon wieder in Schwierigkeiten, Wolf. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Hier ist jemand, der mit Ihnen sprechen muss. Und Slade, diesmal helfe ich Ihnen und Sie haben keine Chance, mich davon abzubringen. Ich verstehe nicht. Ulukai? Zokrem, bist du das? Bitte, Ulukai. Mein Sohn und ein paar andere Wächter wurden von Feran gefangen genommen. Du musst sie retten. Wo sind sie? Wir glauben, sie gingen zum Darosham in Okasankar, um umgekehrt zu werden. Okay, Zokrem, ich werde versuchen, das zu verhindern. Du musst dich beeilen, Ulukai. Jan ist mein einziger noch lebender Sohn. Keine Sorge, ich bring dir deinen Sohn zurück. Aber kannst du mir dafür einen kleinen Gefallen tun, Zokrem? Was immer du willst, Ulukai. Du musst Marion beschützen und sie aus Schwierigkeiten raushalten. Tust du das bitte? Wir sollten genug Seil zum Fesseln haben, Ulukai. Das gefällt mir, Zokrem, und wäre mir eine große Hilfe. Slade, was glauben Sie, was Sie... Ich habe Sie gewarnt, Wolf. Slade, Ende. Hoffentlich bin ich weit weg, wenn Sie sie losbinden. Zugriff auf Notepad erfolgt. Hast du mal eine Sekunde? Kannst du mir helfen? Ich suche Esef. Vor kurzem war er noch südöstlich von hier, Ulukai. Aber jetzt sehe ich ihn nicht. Ich habe eine Frage. Kannst du mir helfen? Du solltest nach Süden gehen, um ihn zu finden. Ich sehe ihn von hier aus nicht. Bist du? Ja, Ulukai. Willst du etwas Bestimmtes von mir? Nein, ich wollte mich nur davon überzeugen, dass du noch lebst und dass es dir gut geht, damit ich es deinem Bruder erzählen kann. Yagu lebt? Oh, ich bin so dankbar. Würdest du ihm bitte etwas von mir ausrichten, wenn du ihn das nächste Mal siehst? Sicher. Sag ihm, ich würde noch immer unseren Vater suchen. Man hat ihn zuletzt in der Stadt Zyana gesehen, aber seitdem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Verstanden. Sonst... Nein. Den Jod sei Dank, dass sie dich zu uns geschickt haben, Ulukai. Zugriff auf Notepad erfolgt. Wo ist dein Vater? Zuletzt habe ich gehört, er sei in einem Arbeitstrupp, der von Groax zusammengestellt wurde. Aber ich weiß nicht, wo er hingeschickt wurde. Ich bin sicher, ich werde ihn schon bald finden. Er ist stark und wird überleben. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, Ulukai. Ich werde ihn auch allein finden. Vegetation geordnet.
eingeartet. Einen Schritt weiter, Ulukai! Du musst Kroak sein. Ich habe einige sehr unschöne Dinge über dich gehört. Lege deine Waffen nieder! Wie heißt das Zauberwort, Kumpel? Siehst du, Kroak? Und du hattest Sorge, er würde sich ranschleichen. Hallo, Commander! Das heißt jetzt Ukulele, oder? So. Wo zum Teufel sind die Wächter? Ach ja, die. Wo sind nur meine Manieren? Wollen Sie Ihre Wächter medium oder gut durch? Mehr kann ich leider nicht bieten. Ich bin kein so guter Koch. Sie mieser Bastard. Mein Held, bevor Sie übermütig werden, darf ich Sie daran erinnern, dass die anderen da drinnen das Feuer erwartet? Legen Sie die Waffe nieder. Oder ich lege noch mehr Kohlen auf den Grill. Auch wenn ich meine Waffen niederlege, Sie werden ja doch sterben. Nein, danke. Ich kümmere mich lieber gleich um Sie. Dann also auf Ihre Art, Uhu. Kroax, bitte kehre ihn um, während ich mich um brennendere Angelegenheiten kümmere. Es wird Zeit. Krieger, Nektar Ulukai! Dir, Ulukai. Beim nächsten Mal wird ein Phantasma mir gehören. Du gehst nirgendwo hin, Freundchen. Ach nein, das sehe ich anders. Du Schweinehund, aber keine Sorge. Ich werde dich wiederfinden. Jan, bist du in Ordnung? Er ist nicht hier. Ist er nicht? Wie konnte er... Bitte, Ulukai, ich weiß... Wo sind die anderen Wächter, die zusammen mit dir gefangen genommen wurden? Sie waren... Tut mir leid, Jan, lass uns von hier verschwinden, in Ordnung?
Dein Vater ist krank, Versorger, um dich. Mein Vater? Sag meinem Vater... Was soll ich ihm sagen, Jan? Nichts. Ich habe ihm nichts zu sagen. Und jetzt geh, Ulukai. Jan, was ist... Verschwinde! Verstehst du mich? Jan, was ist los mit dir? Ich bin der Typ, der dir gerade deinen Hintern gerettet hat. Du erinnerst dich? Ja, lass mich jetzt allein. Warte mal eine Sekunde. Wie sieht es hiermit aus? Kannst du das nachbauen? Ja. Kata, verdammt! Kommen! Wolf? Xu ist hier und das Lager der Wächter wird angegriffen! Kommen Sie hierher! Passen Sie auf! Wolf! Wolf! Scheiße! Zugriff auf Notepad erfolgt. Okay. Ich habe deinen Bruder gefunden. Schnell! Berichte von Ethan! Er lebt und schlägt sich so durch. Ich wusste, dass er immer noch unter uns ist. Was für Neuigkeiten hat er über unseren Vater? Er hat ihn noch nicht gefunden, sucht aber weiter. Das sind gute Neuigkeiten. Du hast mir einen wunderbaren Mond beschert, Ulukai. Sag Ethan, dass ich seinen Preis gesenkt habe. Danke. Ich möchte, dass du dies hier bekommst. Ich habe es benutzt, um im Gespräch mit den Jods neue Hoffnung zu gewinnen. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Hey, Knirps!
Ich habe alle drei davon überzeugt, ihre Preise zu senken. Oh, ich werde jetzt sehr viel Arbeit haben. Ich muss allen sagen, dass ich meinen Preis gesenkt habe. Dann muss ich die Fahrten zu neuen Kunden planen und mir überlegen, wie ich einen Mond Urlaub machen kann. Und Zoss? Ja, um den kümmere ich mich auch. Er wird sein Wasser mit meiner nächsten Auslieferung bekommen. Das wird bestimmt ein sehr arbeitsreicher Mond. Freust du dich denn nicht? Oh doch, sehr sogar, Ulukai. Glaub ja nicht, dass ich mich nicht freuen würde. Hier, damit möchte ich dir meine Dankbarkeit zeigen. Leider habe ich keine Zeit, um mich richtig zu freuen. Weil du zu viel zu tun hast, stimmt's? Stimmt. Wie konnte ich das nur wissen? Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände! Dolotaikes Okahab.